Herzlich willkommen zu dieser neuen, ja, Splatoon 2 Folge. Holy shit, das war noch spontaner als der Anfang vom letzten Video, wie auch immer ich das jetzt geschafft habe. Okay, ja, neues Splatoon 2 Video. Genau, und ich töte dich nicht, weil ich mich treffe. Okay, kann ich einen Ring werfen? Nein, ich habe übrigens den Ring schon ins gedrückt gehabt, aber der wurde irgendwie nicht geworfen. Wow, ich weiß gar nicht, wie man mehr einfach so spontan ein Video reinschalten kann. Auf jeden Fall, ja, neues Splatoon 2 Video. Morgen kommen dann Paladins und holy shit, ja, ich habe dich gesehen, danke. Oh Gott, nee, dich hab ich nicht. Genau, gespielt wird natürlich Herrschaft. Okay, ich würde sagen, mein Lieblings-Rank-Modus. Genau, kann ich hier... wow, alles klar, ich wurde so schnell zerrissen. Das ist ein bisschen unwahrscheinlich, wie schnell die Endzip gerade zerrissen wird. Ich hatte Full Life und ich brauche eigentlich 4 Hits und ich würde so schnell, also so krank schnell zerrissen. Ich glaube 3 Hits, aber trotzdem so schnell. Kann es sein, dass wir einen Disconnect hatten? Wirkt so. Okay, also sind wir komplett verloren. Heieiei. Ja, gut. Okay, ich starte irgendwie mitten in die Runde rein und war übel schlecht. Ja gut, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit OBS, weil eigentlich hatte ich schon auf Aufnehmen gedrückt, aber da gab es viele Probleme mit OBS, weshalb ich am Anfang ja kurz nicht spielen konnte und weshalb ich auch nicht sofort aufgenommen habe. Ja gut, also wie gesagt, morgen gibt es dann Paladins und heute gibt es nochmal Splatoon. Und ich muss sagen, ich spiele zurzeit wirklich, wirklich viel Ranked im Vergleich, also jetzt im Vergleich zu sonst. So, ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Runde, jetzt mal in Ruhe. Weil ich diese Runde jetzt ruhiger angehe, werden wir auch auf jeden Fall gewinnen, ist ja klar. Ich habe einfach mal ein bisschen die Waffen durchgeswitcht und habe jetzt die Dual Platscher SE genommen. Also die, oh Gott, ich weiß nicht, wie sie im Englischen heißt, irgendwas mit Custom. Also weil die SE heißen ja immer Custom im Englischen. Und die Duals, irgendwas auch mit SP, aber ich weiß nicht mehr. Ah, okay, oh, holy shit. Ah, okay, okay, du möchtest ankommen? Okay, du möchtest, wow, okay, der hat nicht mal mich anvisiert als erstes. Okay, das haben wir schon mal angenommen, perfekt. Heißt, man kann den Ring halt perfekt so dann seitlich werfen. So, schön das eingenommen und dann gehe ich ein bisschen vor und färbe hier ein und töte dich. Perfekt. Und ich meine, es kann gut von dem wegrollen zum Glück. So, hallo, guten Tag. Oh, holy shit. Okay, dich werde ich nicht bekommen, so. Oh, okay. Okay, ihr bleibt alle da hinten. Oh, holy shit. Möchtest du Stress? Ja, du hast ab. Oh, holy shit. Möchtest du vielleicht vorbeirollen? Ja, danke. Perfekt reingerollt. Okay, Sniper, den ich nicht töte, weil ich nicht aimen kann. Okay. Es läuft wohl überraschend gut, ehrlich gesagt. Okay, euch kann ich vielleicht beide töten. Zumindest einen. Okay, dich kann ich töten. Vielleicht. Jupp, mit der Bombe. Ich muss schon sagen, es läuft gerade überraschend gut, ehrlich gesagt. Und dann wieder ein Regen. Ich meine, solange wir das... oh Gott, ja, da muss ich weg. Oh, holy shit. Ich meine, solange wir das bei denen vorne eingenommen haben, irgendwie geht's ja. Also, weil wir überleben gerade irgendwie echt gut, muss ich sagen. Ein bisschen unwahrscheinlich gut. Okay, dich habe ich. Ja, easy. Ich meine, ich habe auch eine höhere Range als die. Okay, dich habe ich. Genau, und wenn Leute zu uns rüber wollen, dann können wir von hier hinten drauf ballern. Ja, die Range ist halt schon ein ziemlicher Vorteil teilweise. Okay, dich kann ich kurz töten oder wegrollen und dann... ah, leider dich nicht mehr töten. Ja, da freut er sich. Ich meine, wir führen trotzdem komplett. Okay, du bist ziemlich down, würde ich sagen, wenn ich aimen könnt. Ja. Okay, gewonnen. Es ging echt einfach jetzt. Ich bin die Runde ruhiger angegangen und deshalb haben wir gewonnen. Ist ja logisch auf jeden Fall. Einfach mal ruhig angehen, dann gewinnt ihr. Ganz einfacher Trick. Okay, 12 Kills, mit Abstand die meisten auch. Geht niemand mit 0 Kills im Team? Oh, wow. Okay. Ich würde ehrlich gesagt gerne S+3 schaffen. Und sorry Leute, dass immer so unregelmäßig Videos kommen. Ich meine, ich gebe mein Bestes, dass ich es irgendwie hinbekomme, dass regelmäßig Videos kommen. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach, wie ja, es, ich es gerne hätte. Genau, also ich probiere regelmäßig irgendwie halt jeden Tag 16 Uhr, aber ihr seht ja, wie, ja, gut es klappt. Das war nicht ganz so gut. Okay, 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 erstmal weg da. Das lief jetzt nicht so gut. Leute, vielleicht war ich nicht ruhig genug. Ganz einfach. Okay, die haben nur eine Waffe, die so weit schießen kann. Das soll ich mir merken. Ja, genau, und zwar die. Eieiei, ja, das ist ziemlich problematisch. Weil die eine Waffe haben, die eine größere Range hat als ich. Und man merkt es auf jeden Fall, dass sie eine größere Range haben. So, wenn ich aber flanke und dann... ja, eieiei. Ich meine, rein theoretisch muss ich eigentlich nur genau den einen töten halt. Mit der riesen Range. Und dann soll ich eigentlich good to go sein. Aber, ach... da muss ich den halt auch erstmal töten. So, okay. Ich meine, deren Feld gehört uns auch fast. Ja, perfekt. Ich weiß gar nicht, sind sie Bomben so stark? Weil die benutzt irgendwie jetzt gerade jeder diese Dingbomben, die so anvisieren. Irgendwie benutzt sie gerade jeder. Ich habe nicht in Erinnerung, dass sie jetzt so stark seien, aber irgendwie sind sie zumindest ziemlich populär. So. Okay, mal mit dem Regen ein bisschen abfacken, die Gegner. Und dich kann ich leider nicht töten. Ich meine, wenn die Range nicht ganz reicht, kann ich immer noch die Bombe zum Glück werfen. Die jetzt zum Glück ein bisschen mehr Range hat. Wo ich dann auch die Gegner ein bisschen weghalten kann, ehrlich gesagt. So, dich würde ich gerne töten, aber dafür müsste ich erstmal in deine Range kommen. Okay, das ist dann wieder die Bombe gut. Okay, dich sollte ich haben. Oh, holy shit. Eieiei, ich war doch absolut nicht mehr in der Range drin. Also, ich meine, dass ich nicht mehr in der Range drin gewesen sei, aber scheinbar wurde ich doch noch durch die Sprengler Claro erledigt.
Ah, okay, wenn die jetzt. Ach, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Weil wenn die jetzt einen Punkt holen, dann kriegen wir ziemlich viele Strafpunkte. Sollten wir zumindest bekommen. Okay, ey, Junge, was für? Komm. Ah, runtergerutscht. Bist du super. Okay, also eigentlich sollten wir unseren Punkt einnehmen können. 3 gegen 2 Grad. Bitte unseren Punkt. Das Problem ist, weil jetzt irgendwann kommen die natürlich zurück und dann können sie ihren Punkt wieder einnehmen. Okay, der hat eine niedrige Range. Heißt, eigentlich muss ich nur so, ja genau, auf ihn zulatschen. Und dich soll ich töten, weil du bist der Gefährlichste, würde ich sagen. Yep, der ist Gefährlichste von allen. Weil der halt der Einzige ist, der jetzt wirklich eine große Range hat und der mich halt outrangen kann. Ich meine, der Blaster kann mich rein theoretisch auch noch treffen, aber ja, der ist nicht so eine große Gefahr. So, wir spielen gerade ganz gut als Team, weshalb wir das eigentlich schaffen sollten. Genau, dich sollte ich töten können, wenn ich dich sehen würde. Okay. Holy shit. Ja, wie gesagt, ist der Einzige, der mich outrangen kann. Okay, weshalb ich ihn ziemlich schnell erledigen sollte, rein theoretisch. Okay. Ja, danke. Ja, zumindest hat er mich, also nicht nur mich bekommen, sondern ich habe ihn auch bekommen. Aber ja, leider haben die beide eingenommen. Ich meine, wir führen, also eigentlich sollten wir das jetzt safe runterspielen, dann sollten wir es gewinnen. Aber dafür müssen wir halt doch erstmal das irgendwie safe runterspielen können. Okay, der hat eine niedrige Range, das heißt, den sollten wir eigentlich erledigen, aber keine Ahnung. Irgendwie manchmal, keine Ahnung, sieht man dann den Gegner absolut nicht und dann, naja, wenn du ihn dann siehst, ist es schon zu spät. Ach Gott, das sieht gar nicht gut aus. Ist dieser eine Gegner, der uns jetzt hier erledigt, oder was? Kann ich bitte treffen, danke. Ja, weil bis ich vorne bin, ist es schon zu spät, genau. Schade, weil genau jetzt kriegen wir es dann wieder und... Ey, dann, ey, chill mal, chill mal, chill mal. Okay, jetzt im Regen. Genau jetzt hat, wenn wir es wieder einnehmen können. Ach, wow. Ist natürlich knapp zu spät. So, wir haben beide. Okay. Ich kann euch Damage machen. Ja, wir haben halt übelst viele Strafpunkte. Jetzt ist das Problem. Okay, Bombe. Und jetzt sollten wir dich eigentlich bekommen. Zur Zeit, genau. Okay, dich habe ich zwar nicht, aber ich kann dir Damage machen. Perfekt. Das sollten wir eigentlich noch schaffen können, sogar rein theoretisch. Genau, wenn wir den jetzt noch bekommen. Ich kann ihn ablenken. Wir können ihn töten. Perfekt. Und ja, das haben wir auf jeden Fall gewonnen. Also, ja, jetzt spielen wir irgendwie, ja, in den letzten zwei, drei Folgen oder als auch diese halt irgendwie ziemlich gut als Team zusammen, das Ganze, also die ganze Zeit und dann klappt's. Na gut, es ist auch nicht weiter verwunderlich, dass wenn das eine, ja, also das ein Team zusammenspielt wirklich, dass es dann klappt, aber okay, trotzdem cool. Und die meisten Kills. Und ein paar Punkte. Und da sind wir in der letzten Runde auf dem Backfischstadion. Ich meine, die erste Runde lief jetzt nicht ganz so gut, aber die war auch komplett hektisch. Weshalb diese Runde jetzt umso besser laufen wird, das ist eine logische Konsequenz. So, range-mäßig sind wir den Gegnern, würde ich, okay, nicht leicht überlegen. Es ist mehr oder weniger ausgeglichen, weil ich meine, ja, beide Teams haben das Splitting derselben Range, soweit ich weiß. Also ist das zumindest schon mal ausgeglichen. Okay, also irgendwie ein paar Hits kamen irgendwie aus meiner Waffe nicht raus, richtig komisch. Ja, also die Splittings sind ausgeglichen, dann halt beide Teams haben Ends-Up in derselben Range, ist auch ausgeglichen. Und dann kommt halt, ja, zum einen natürlich noch der Junior-Klexer und, oh Gott. Und genau, meine Doppler unter die gegnerischen Doppler. Und meine. Ja. Okay, achso, der Digalon. Okay, der Digalon mit einer größeren Range. Ja, also Digalon und ich haben in etwa dieselbe Range, soweit ich weiß. Und gut, der Junior Klex ist halt den anderen Doppler leicht unterlegen. Also haben wir ein bisschen weniger Range. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die andere, dass die in Anführungszeichen normale Galon ist, also nicht diese Special Edition mit einer größeren Range. Und dann hätten wir nämlich insgesamt eine größere Range. Okay, einfach nur still dastehen, hilft scheinbar. So, und jetzt dich töten. Vielleicht, bitte, danke. Hilft auch. Okay, perfekt. Als ob die irgendwie schon 67 Punkte machen konnten. Es ging ehrlich gesagt etwas zu schnell, wie die Punkte gemacht haben. Okay. Dich kann ich töten. Perfekt. Hier hinten ist irgendein Gegner, den wir vielleicht töten können. Genau. Und dann können wir den Punkt ernehmen. Echt, die haben uns gerade Strafpunkte gemacht? Okay. Ich glaube, ich habe die Splatting. Ja, ich habe die Splatting von denen. Okay. Kann ich dich töten? Ja, perfekt. Oh, ich habe. Warte, habe ich. Nee, ich habe. Habe ich beide? Ich habe beide von denen geholt? Wie zum Teufel? Ja, der hat mich gesehen. Ja, ich meine, ich dachte halt damit, dass ich rechtzeitig noch ausweichen kann, weil er braucht ja nur zwei Hits, das ist ein Problem. Ja, das ist halt der Vorteil der Gallon, zwei Hits. Ich meine, Gallon hat keine hohe Feuerrate und so, aber die zwei Hits, die klären halt, also, ja, keine hohe Feuerrate, dafür übelst hohe Feuerkraft und die klärt's halt. So, danke, dass wir das wieder einnehmen konnten, danke, danke. Ich kann dich vielleicht töten, wenn ich dich mit der Bombe ablenke und dann töte, genau, oder auch einfach mit der Bombe töte. Ist natürlich noch besser und, ja, die Runde haben wir gewonnen. Okay, kein Gegner mehr da, perfekt. Also es lief wieder gut, irgendwie krank. Zur Zeit läuft es im Ranked echt gut. Und ich meine, ihr könnt gerne sagen, wenn es euch nervt, dass ich irgendwie die ganze Zeit Ranked mache oder so. Aber Ranked ist ja auch mal interessant, irgendwie so ein bisschen zur Abwechslung. Und jetzt habe ich bald den Ranked-Modus durch. So, jetzt muss ich nur nochmal Muschelkraus machen. Okay. 12 Kills, ja super. Ja, wieder die meisten Kills mit Abstand. Also was ist mit Abstand? Ja, leider 7 Kills. Okay, dann höre ich lieber auf, ja, bevor es schlechter wird. Man weiß ja nie. Okay, dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag, macht's gut. Morgen kommt dann wieder, ja, wie gesagt, Palance. Ich habe mich so auf dieses Video versprochen, habe wahrscheinlich aber drei Viertel davon rausgecuttet. Ja, habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Stream. Und ja, ciao, ciao.